Heute möchte ich etwas über die Karte erzählen. Und zwar mit M können wir die Karte öffnen. Und da ich jetzt schon viele Videos eigentlich hier in D-Channel, also in Grandfeste gedreht habe, gehen wir doch mal raus. Es geht ja auch um das Bewegen auf der Karte und das Teleportieren. Ah, dies können wir tun, indem wir zu einem Wegschein, also zum Teleporter, reisen und über diesen Teleporter uns auf der Karte einen anderen Wegschein suchen und direkt hin teleportieren können. Vielleicht nicht gerade nach Cyrodiil, weil da kann man nicht direkt mit dem Teleporter reinreisen. Aber ansonsten geht eigentlich in jede Karte oder auf jede Map rein. Wenn man nicht beim Wegschein ist und man möchte irgendwo hinreisen, dann kostet dies einfach einen gewissen Betrag. Beim zweimaligen Teleportieren hintereinander wird der Betrag auch erhöht. Also reicht da nicht so viel. Oder dann achtet auf die Kosten, die ihr da ausgeben müsst, wenn ihr Geld ausgeben wollt für das Reisen. Dann die andere Möglichkeit ist, ihr könnt, wenn ihr in einer Gruppe seid, zu eurem Spieler in der Gruppe reisen. Sind jetzt bei mir gerade keine online. Dann unter der Freunde könnt ihr zum Beispiel hier eben zum Spieler reisen oder dann in der Gilde auch bei den Mitgliedern und dann zu diesen Mitgliedern hin teleportieren. Gehen wir doch nach Karkstein. Kurz vielleicht zur Info noch, man hat eben die Auswahl, wenn man auf Freunde geht, den Freund anzuflüstern, ihn in die Gruppe einzuladen, eben zum Spiel reisen, seinen Hauptwohnsitz besuchen, falls er dies freigegeben hat, eine Notiz bearbeiten, eine neue Nachricht senden, den Freund entfernen und man kann ihn auch ignorieren. Das Senden über den Namen kann man auch andere Spieler anwählen, was anschreiben, Betreff eingeben, Nachricht eingeben, Gegenstand beifügen, mit E hinzufügen, also anwählen, mit E hinzufügen und auch mit E wieder entfernen, das geht auch hier unten. Ihr könnt Geld anhängen oder Nachname, das heißt der Spieler soll dann zuerst bezahlen, bevor er es annehmen kann und dann natürlich wird euch, wenn ihr etwas sendet, auch ein Porto angezeigt, weil ihr dann für das Senden was bezahlen müsst. Zum Posteingang, wenn ihr euren Gehilfen schon aktiviert habt, bekommt ihr hier das Material, das heißt ihr könnt es annehmen mit E, mit X löschen, meistens lösche ich auch gleich die Nachricht wieder, weil ich da nicht eine große lange Liste haben will. Ja, dann wieder zurück zum Reisen. Wie gesagt, ich möchte doch eben nach Karkstein den Spieler anwählen, zu Spieler reisen und wenn nichts schief geht, sollte ich dann auch in Karkstein landen. Achtet vielleicht darauf, dass wenn euer Freund dann sich vielleicht gleich wegteleportiert oder am Teleportieren ist, wenn ihr zu ihm reisen wollt, dann werdet ihr nicht mehr beim alten Ort auftauchen, wo er vorher war, sondern dann gleich beim neuen, bei dem er sich teleportiert hat. Also wenn ihr im TS oder sonst mit dem redet, dann fragt ihn doch, ob er gerade unterwegs ist, weil dann wisst ihr schon, ob ihr jetzt gleich teleportieren könnt oder noch schnell warten müsst. Ja, hier angekommen in Karkstein. Mein Freund ist halt hier in der Nähe von diesem Wegschrein. Ansonsten wären wir irgendwann bei einem anderen Wegschrein hingelangt. Auf jeder Karte oder so gibt es eigentlich die Hauptstadt oder wo dann die meisten NPCs auch stehen. Das wird hell angezeigt. Für die verschiedenen Allianzen haben wir die Bereiche. Dann eben, wie gesagt, vorhin Cyrodiil, das PvP-Gebiet. Karkstein, eigentlich das Gruppengebiet.
Achtung, dass ich nicht die ganze Karte nochmal einmal zurückgeklickt, das eben hinzoomen mit der linken Maustaste und wegzoomen mit der rechten Maustaste. Und wenn ihr hier seid, seht ihr eben noch, dass da auch Kalthafen zur Verfügung ist, was auch eine Karte ist, wo man natürlich auch hinreisen kann. Ja, der Name der Map wird angezeigt, also dem Gebiet oben in der Mitte. Direktes Weiterreisen natürlich zum Wegschrein. Jetzt so kostet es mich ja einiges. Möchte ich aber gar nicht. Ah, jetzt hat mich mein Freund noch eingeladen. Ah, da steht er. Tja, genau. Vielleicht noch mal kurz der Aktion, Interaktion, Duell. Hat er mich jetzt herausgefordert, Spieler melden, Freunde hinzufügen und eben auch das Schreiben. Das könnt ihr unten, was ich letztes Mal nicht gezeigt habe, auch. Ja, was muss ich sonst noch sagen übers Reisen? Ja, ich glaube, das war's. Auch hier oben zu sehen, Karte.